Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zur Arkham Asylum Challenge. Oh, Madame ist schon wieder müde. Ess doch bitte erstmal dein Ding. So, ich habe nachgeguckt wegen verspielt und so. Das ist, ach Mensch, wir könnten in einer Pfütze spielen. Hier ist eine Pfütze, aber da kann sie nicht drin spielen. Das ist ja dumm. Haben wir hier noch eine Pfütze? Ja, hier sind überall Pfützen. Warum kann sie nicht hier? Mann, sie soll das nicht aufwischen. Ach verdammt. Das heißt, diese Interaktion fällt dann auch schon mal weg. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Aber dann müssen es wir müssen es. Moment. Können wir Harley mal haben, bitte? Dann müssen wir das über lustig versuchen. Dass sie dann verspielt wieder kriegen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn die alle so scheiße drauf sind, dass die hier nicht lustig werden wollen. Dass sie das einfach auch nicht mögen. Das macht ihr ja dann anscheinend auch keinen Spaß. Ja. Harley langweilt sich zu Tode. Ich versuch's trotzdem nochmal. Jetzt hat sie auch nicht aufgegessen, ne? Ich müsste sie eigentlich auch nochmal ins Bett schicken dann. Ach komm, jetzt werd lustig. Werd verspielt. Ihr versteht wieder nur Bahnhof. Ja, das macht ihr dann auch keinen Spaß. So wird das hier nix. Oh shit, ey, das klappt ja überhaupt nicht. Meine Fresse, echt. Das ist richtig, richtig kacke. Das ist gerade richtig kacke, aber inspiriert wird sie, ja, wunderbar. Wir könnten auch einen Fisch an die Wand hängen, aber wir haben hier leider keine Möglichkeit zum Angeln. Doof, also kein Fisch. Komm ins Bett. Ja, da freut er sich. Ach, so wie wenigstens noch ein paar Stunden schläfst. Deine Belohnungspunkte habe ich jetzt auch so ziemlich ausgegeben, ne? Ja. Da können wir uns gerade nichts für kaufen. Das ist schade. So, was hier unten. Oh, jetzt ist das Klo schon wieder kaputt. Oh, ich will nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Ja, es wird ersetzt. Huch. Fledermäuse bei Batman. Das ist doch sehr passend. Das ist doch sehr passend. Ich werde mal hier ein paar Sachen ersetzen, ihr Lieben. Weil ich komme ja hier gar nicht zum Reparieren von dem ganzen Kram. Wenigstens, dass die wichtigsten Sachen funktionieren. Der Kühlschrank, ey. Den kann ich nicht. Alter! Nicht schon wieder ein Erdbeben! Ja, Selina, hast du es gemerkt? Es war ein Erdbeben. Alles wird gut. Kann ich den nicht ersetzen? Reparieren will ich ihn nicht. Ach, halt die Fresse. Ich werde hier langsam stinkig mit euch. So, warte mal. Wie heißt der? Frischo Fix, Sparfuchs, Nix Lux. Okay, Frischo Fix. Alles klar. Wir verkaufen den Frischo Fix. Und ich kaufe euch einen neuen Frischo Fix. Wo ist der Frischo Fix? Da ist das hässliche Dingen. Gott, ist der hässlich. Ja, bitteschön. Oh Gott, ey. Wir gehen nur arbeiten, um hier alles zu ersetzen, ne? Was? Es wird nicht lange anhalten, ey. Ich weiß es genau. Da ist das Ding wieder kaputt. Sag mal, Lala, bist du ein bisschen doof? Schlaf gefälligst richtig. Sonst wird das ja hier nichts. Was ist denn jetzt hier unten passiert? Weiß es nicht. Aber Jack geht's gut da oben, okay. Das ist die Hauptsache. Boah, liebe Leute, ist das hart hier gerade. Ich möchte nur mal aufsteigen mit ihr. Du wirst hier ewig verrotten in dem Ding. Mit den ganzen Bescheuerten hier. Aber wenigstens haben wir ein bisschen Geld, ne? Dass wir hier die Sachen ausholen. Alles okay bei dir? Ja, hat Hunger, ist übermüdet. Meine Betten sind frei. Ich habe euren Kühlschrank ersetzt. Also,
Wenn du dir da nicht zu helfen weißt, dann bist du selber schuld. Wie geht's, Edward? Liegt da noch, interessiert kein Schwein hier. Oh Mann. Das hat echt keinen interessiert, ne? Finde ich richtig hart. Ganz ehrlich. Naja. Kann man nichts machen. So, oh, jetzt stinkt sie auch noch. Also mit ihren Bedürfnissen hier, das ist schon echt eine harte Nummer, ne? Muss ich ja mal sagen. Sagt die Uhr 11 Uhr. Oh nee. Oh nee, echt? Die heutige Post? Oh, Scheiße. Kann ich das in Raten bezahlen? 2177? Wow. Ja, nicht. Die werden uns dann wohl hier den Strom abschalten in absehbarer Zeit. Boah. Aber ich würde sie trotzdem dann gerne mal duschen schicken. Hier, wir machen mal energiegeladene Dusche. Boah, Leute. Da ist die erste Rechnung. Dass die nicht billig wird, war mir klar. Hätte ich bloß die Sachen nicht ersetzt. Aber okay, ja, dann stellen sie uns halt den Strom ab. Sag mal, Oswald, du hast echt Probleme, das Bett zu finden, oder? Warum hat Catwoman sich jetzt vorgedrängelt? Die macht jetzt die Dusche kaputt, oder? Nee, okay. Oh, Leute, Leute, Leute. Hör auf zu pennen. Geh duschen, bevor es einer kaputt macht. Da bin ich ja mal gespannt. Wann die uns hier den Strom abdrehen. Eieieiei. So, na gut. Hygiene läuft. Das ist ja auch schon mal viel wert. Was ist jetzt? Hat sich einer eingepisst? Oder was ist jetzt wo passiert? Ja. Ja. Sie macht mal ein bisschen Sport nebenbei. Das ist auch in Ordnung. Wollen wir uns denn vielleicht mal noch eine schnelle Mahlzeit irgendwie reinhauen hier am Apfelmus? Und dann gucke ich mal, ob ich einen finde, der gut gelaunt ist. Oh, dann ist die Blase auch schon wieder runter. Ich schaff das hier nicht. Es hat so gut angefangen. Jetzt schleppt sich das hier alles. Okay, das essen wir nicht mehr. Das kann von mir aus irgendwer von den anderen essen. Ist mir völlig egal. So, komm, Kind, iss. Ich würde gerne wirklich versuchen, jemanden zu finden, der dann einigermaßen gut gelaunt ist. Mit dem nochmal ein paar Interaktionen machen. Warte mal, wir haben heute Montag. Musst du überhaupt heute arbeiten? Ja, musst du. Gut. Oh, iss das doch einfach auf, ey. Dass das immer alles so lange dauern muss. Sie redet mit den Pflanzen. Jo, Pamela, das tut mir leid. So, dich werden wir jetzt uns mal... Hier, Hüftstoß. Das sieht doch gut aus. Warte mal, bevor Pamela mir jetzt abhaut, Zuspruch geben. Wir werden erstmal hier ein bisschen was machen. Von Interessen schwärmen. Und dann versuchen wir es mit lustig. Da imitieren. Lustig. Klopf, klopf jetzt schon mal. Mal gucken, ob wir das hier mit Pamela gerade hinkriegen. Die ist ja einigermaßen glücklich. Ich hoffe aufs Beste. Ja, könnte auch gerne in der Küche machen. Aber ich habe Angst, dass in der Küche... Oh, hör auf mit dem Scheiß. Wir haben da keine Zeit für. Echt. Okay, aber wir haben ja einen Wunsch erfüllt. Das ist ja auch schon mal viel wert. Kriegst du bitte... Ja, okay. Warteschlange ist voll. Was? Schatzkarten? Okay. Bitte krieg eine verspielte Aura. Level 2 Schelmfähigkeit in Foren provozieren. Okay, ja, wenn der Computer nicht kaputt wäre, wäre das super. Oh, mein Gott. Schon wieder. Alter, bitte. So kriege ich die Leute nicht verspielt. Sind die schon wieder alle super angespannt. Oh, Hilfe. Ja, bricht sie auch gleich ab, ne? Habe ich denn jetzt hier irgendwen gerade mal, mit dem ich hier... Okay.
Okay, Hüftstoß klappt aber noch. Das ist doch schön. Ich versuche es gerade trotzdem noch mal weiter. Muss doch möglich sein, die Frau irgendwie hier lustig zu kriegen. Das hat doch am Anfang so gut geklappt. Die Zeit haben wir ja vielleicht noch. Ihre Werte sehen auf jeden Fall ganz gut aus im Moment. Aber Pamela ist auch jetzt gerade nicht der beste Zuhörer hier, ne? Jawohl! Oh mein Gott, das hat ja ewig gedauert. So, warte, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Verrückt anfunkeln. Das hat Mama nicht. Finde ich eigentlich sehr hübsch mit dem verrückt anfunkeln. Warte. Spitzbübisch bedrängen können wir dann auch mal. Das mag ich irgendwie voll, ne? So, koketten Witz machen. Ist mir egal, ob du das magst. Backpfeife geben. Der Joker ist auch schon wieder richtig mutzig. Lustiges Gespräch. Okay, wenn wir das jetzt haben. Erst mal eine verpasst. Okay. Geht zur Arbeit. Jetzt habe ich dich wenigstens verspielt. Okay, ich habe Hoffnung, ihr Lieben. Wir haben alles fertig. Ausgezeichnete Leistung. So, komm da auf. Wow. What the fuck war das denn jetzt hier? So, komm, geht zur Arbeit und bitte werd befördert. Das fände ich richtig gut. Hast du Pamela jetzt schlechte Laune gemacht? Mit der Backpfeife? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Jack, mein Freund. Du und die Bienen, ne? Aber ich wünschte, wir hätten mehr andere Krabbeltiere als die ollen Bienen hier. So, alle sind total angespannt, vermutlich wegen des Erdbebens. Hier wird auf jeden Fall schon mal wieder fleißig geputzt. Wenn sie befördert wird, dann könnte ich ja eventuell die Rechnung bezahlen. Aber dann wäre natürlich die ganze Kohle weg, ne? Harley steht schon total schockiert hier vor der Wand. Ah. Ja, es tut mir leid, Leute. Ich hab's mir nicht ausgesucht. So, sie ist glücklich. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich werde sie mal fleißig arbeiten lassen. In der Hoffnung, dass das noch ein bisschen dann hier fruchtet zur Beförderung. Und dann, ja, spulen wir einfach mal wieder ein bisschen vor. Halten die Herrschaften hier mal im Auge. Aber ich finde es doch faszinierend, dass sie alle doch hier sehr putzwütig sind. Oswald. Alter, weißt du nicht, wo die Betten sind? Wir haben welche. Ich weiß es genau. Dass hier alle immer fleißig putzen, ne? Das stört sie dann doch sehr, wenn es hier dreckig ist. Aber reparieren will echt keiner was. Macht auch keiner. Hat noch nie mal ansatzweise jemand versucht, hier mal irgendwas zu reparieren, ne? Obwohl, das war mir ja klar, dass das nicht passieren wird. Aber das mit dem Erdbebengebiet finde ich schon krass. Sollte ich sowas nochmal machen, dann werde ich das auf jeden Fall wieder nehmen. Das finde ich sehr witzig. Mit den Krabbeltieren, das ist ein bisschen lame. Auf Dauer jedenfalls. Und mit den Geistern, das ist irgendwie auch doof. Da gab es ja noch viele andere Sachen, die ich hätte wählen können. Ich glaube, Wichtel und Gnome gab es auch noch. Da habe ich mich aber nicht richtig dran getraut. Bei dem einen stand, dass die alles kaputt machen. Ja, dafür brauche ich aber keine Gnome. Und bei den Wichteln stand dann irgendwie, dass sie alles reparieren über Nacht oder so. Aber das fand ich ein bisschen wie Cheaten. Das wollte ich dann auch nicht. Ich hätte natürlich die Gnome und die Wichtel nehmen können. Oswald, irgendwie so richtig zuschauen. Du, Lala ist nicht mehr hier. Wollte nur mal sagen, nicht? Dir geht's insgesamt nicht gut, ne? Findest du das Bett nicht? Ich darf jetzt nicht vergessen, dass ich ihn ja nicht steuern kann. Ich will ja nur gucken. Ja, er fällt gleich wieder um. Wird Oswald der Nächste sein, der uns verlässt? Der macht schon so komische Anstalten hier. Schon die ganzen letzten... Ja, die letzte Folge auch schon, ne?
Er bewegt sich aber auch keinen Millimeter in Richtung Hayapopaya. Pennt doch sonst keiner. Außer Pamela, die ist jetzt zu Bett. Sind alle wach? Es sind genug Betten da. Was stimmt mit dem Mann nicht? Oder möchte der lieber in einer Kühlbox wohnen, schlafen? Ja, Betten sind frei. Bams, da liegt er wieder. Jawohl. Sehr schön. Befördert zu Auftakt für Veranstaltungen. Lala wurde befördert und ist jetzt Auftakt für Veranstaltungen. Sie verdient 14 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 54 ergibt. Folgenden Bonus. 595. Retro-Stereoanlage, beste Musik aller Zeiten. Cool. Ihre nächste Schicht beginnt am Dienstag um 17 Uhr. Wo hat sie die Dings? Warte mal, die hat sie doch wahrscheinlich im Haushaltsinventar dann abgelegt, ne? Aber laut Regelwerk dürfen wir die nicht Boah, geil! Aber wir dürfen die. Ach, hier hat sie auch noch was. Visitenkartenhalter. Okay, aber laut Regelwerk dürfen wir keine weiteren Elektrogeräte aufstellen. Und nur das Billigste. Was hat sie hier? Teppich Sim Idol. Okay, das ist kein Elektrogerät. Und der Visitenkartendings auch nicht, ne? Oh, das ist natürlich... Oh, Mann! Jetzt haben wir so eine geile Anlage hier. Ich darf die nicht benutzen. Das ist doch total scheiße. Wer hat denn solche Regeln gemacht? Okay, komm mal her. Den Visiten, die können wir aber hier aufstellen, ne? Das dürfen wir doch. Das mache ich einfach. So, und den Teppich, den will ich auch haben. Sim Idol. Den könnten wir vielleicht unten direkt an die Tür. Passt zwar jetzt nicht hier zu den Fliesen, aber okay. Boah, ich will die scheiß Anlage aufstellen. Mann, wie unfair. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall Kohle. Okay, pass auf, dann nutzt ja nichts. Boah, Alter. Wenn wir die Rechnung bezahlen. Sie hat schon wieder diese komischen Klamotten an. Was ist sie denn eigentlich? Ach, sie kommt hier. Sie kommt gerade erst. Ja, oh Gott. 620. Ja, komm rein, Kind. Es nutzt alles nichts, ne? Müde und Hunger. Mann, ist das blöd. Die Anlage hätte ich echt gerne hingestellt. Ach, Mensch. Schnelle Mahlzeit kriegst du. Erbsen. Und dann kannst du gleich schon wieder ins Bett, ne? Aber wann können wir denn endlich hier... Mann. Ja, das haben wir jetzt natürlich auch wieder nicht begonnen. Aber immerhin habe ich es geschafft, sie fürs Spiel zu kriegen. Jetzt lass mich erst mal gucken. Es ist Montag, 23 Uhr, so. Jetzt muss ich am Dienstag wieder ran. Es ist aber hier ein Durcheinander. Aber sie muss eine Stunde weniger arbeiten, ne? Wann kann ich denn Komiker einschlagen? Was muss ich denn dazu machen? Warte mal. Musst du zuerst die Entertainer-Karriere durchlaufen? Ja, komplett oder wie? Komplett? Really? Oder wie jetzt? Oder was jetzt? Welches Level haben wir denn jetzt eigentlich? 3 oder 4 oder was? Kann ich das hier irgendwo noch sehen? Ach, hier kann man es sehen. Entertainerin 4. Nächste Beförderung. Jingle Jammerin Ulknudel. Aha. Ja, ihr Lieben, dann müssen wir hier noch ein bisschen an der Karriere auf jeden Fall feilen. Also, ne? Anders kriegen wir das hier nicht geregelt. So, schmecken dir deine Erbsen nicht? Ja, dann stell sie halt weg. Und dann kommst du mal. Ja, nein, alles belegt. Das ist natürlich nicht schön. Dann würde ich sagen, wenn du gerade hier nicht schlafen kannst, dann werden wir auf jeden Fall nochmal Witze schreiben. Das fangen wir dann schon mal wieder an, ne? Bis hier vielleicht mal irgendeiner ein Bett verlässt. Wie viele Betten hatten wir? 5, ne? Eins mussten wir abgeben. 1, 2, 3, 4, ja, okay, alle 4 Betten belegt. Das ist natürlich blöd.
Aber vielleicht können wir ja wenigstens mit der Aufgabe schon mal anfangen wieder. Weil irgendwie musst du jetzt auf der Arbeit ordentlich Leistung bringen. Und unsere schöne Cola hat total abgenommen. Ärgerlich. Darf ich diese Boombox verkaufen, die wir da bekommen haben? Wahrscheinlich nicht, ne? Wo ich das eigentlich unfair finde, wenn ich sie schon nicht, wenn ich sie schon nicht dingsen darf, benutzen darf, weil wir hier das Billigste nehmen sollen, dann finde ich, darf ich sie doch wenigstens verkaufen, oder? Wie findet ihr das? Okay, 25% erledigt. Warte mal, jetzt ist doch irgendwo ein Bett frei. Ja, hier ist ein Bett frei. Alles klar, dann komm schnell her. Nein, 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 nein. Oh, Selina, du kannst doch woanders essen. Ess hier am Tisch. Ess da am Tisch. Lala geht da nämlich jetzt ins Bett. Ja, ja. Hier muss man ganz schön schnell sein, ey. Wie sich ein Bett sichern will. Ja, die ist total müde jetzt schon. Und glücklich wegen der hübschen Deko. Rein ins Bett und schlafen, Kind. Selina, geh aufs Klo, ne? Das Klo ist kaputt. Natürlich ist das Klo kaputt. Das kann ich aber jetzt nicht ersetzen. Da haben wir überhaupt kein Geld mehr. Hier tobt irgendein Geist rum. Edward! Edward! Edward ist gerade in der Dusche verschwunden. Ach übrigens, die Dusche ist auch kaputt. Boah, ich hasse euch alle. Hier, Edward, heiz denen mal richtig ein hier. Die haben dich total wegignoriert. Keiner hat dich lieb gehabt. Keiner hat dich vermisst. Mach sie um. Oh Gott, jetzt ist alles kaputt. Wie immer. Die Pinnwand ist voll. Auch mit Leben. Ach, Hilfe, Leute. Hilfe, kann ich da nur sagen. Na, kriegst du hier überhaupt irgendwie Energie? Ja, schlafen tust du aber richtig, ne? Und Selina quatscht schon wieder die Wände voll. Ah, okay. Jetzt kommt so langsam die Energie. Selina, geh aufs Klo. Oder was? Ach nee, kannst du ja nicht. Ach Gott. Ach Gottchen. Das tut mir aber leid für dich. Tja, ich kann es nicht reparieren. Wir müssen nämlich dann arbeiten. Aber sie muss dann auch aufs Klo. Ach Mann, ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Das ist doch Schafscheiße hier, echt. Nein, wir werden das verbessern, kann ich das? Nee, kann ich eben nicht. Idee. Nee, das will ich alles nicht. Ich möchte, dass das ultra unkaputtbar ist. Es ist echt hart hier. Ja, aber das ist letztendlich ja die Herausforderung hier. Es ist nicht das Problem, hier die Sachen zu schaffen, wie man sieht, sondern dieser ganze verdammte Nebencrap, den du hier so nebenbei machen musst, weil ja alle anderen nichts tun. Das ist hier die Challenge, ihr Lieben. Dann kann sie sich ja hier noch nicht mal Zähne putzen. Ne? Was ist jetzt irgendwo? Irgendwo ist was passiert, außer dass Oswald umgekippt ist, oder? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich will es auch gar nicht. Ich will es auch gar nicht mehr wissen hier. Ist mal im Ernst. Ich dich jetzt aufwecke. Ja, ich wecke dich mal jetzt auf. Du musst das ja auch noch reparieren und dann musst du aufs Klo, ne? Jo, Harley. Ihr seid vielleicht Jampels. Um Oswald mache ich mir wirklich. Also dem geht's gar nicht. Fuck. Schon wieder. Schatzi. Du musst das bitte reparieren. Komm her. Schaffst du das noch? Oder pinkelst du dich dann ein? Ich weiß nicht, ob sie es noch schafft. Also um Oswald mache ich mir als nächstes auf jeden Fall richtig Sorgen. Der hängt auch immer hier an derselben Stelle. Kippt um. Schaffst du es noch? Komm her, ich klick's auch direkt an. Reparier's. Komm, 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 komm. Drauf. Oh, das war hart. So, jetzt kannst du das reparieren, bitte. Und Selina hat Besuch von Spinnen. Oh, die fallen aber auch so übel, wenn die von der Decke fallen. Und dann direkt einem in die Haare. Ja, die hat dich gebissen, ne? Oh, weia. Oh, weia. Das ist echt hart, ne? Wenn die von oben runterkommen.
total übel einfach nur. Ja, dass du hier gerade keinen Spaß hast, wundert mich nicht. Reparier es einfach und dann werde ich dich duschen lassen. Oswald, was ist los mit dir? Geh duschen, Lala. Hier bei Oswald gucken. Ist denn der hier irgendwie festgebackt oder so? Ist die Frage. Alter, das wird immer schlechter bei ihm. Warte mal, konnte man nicht irgendwie Objekt zurücksetzen? Ich mach das jetzt einfach mal. Ich habe das Gefühl, der ist vielleicht festgebackt. Aha, jetzt bewegt er sich. Okay. Weil sterben durch Festbacken sollen sie ja auch nicht. Jetzt guckt euch mal dem seine Werte an. Ja, iss erstmal bitte was. So, Lala, zurück zu dir. Was ist jetzt hier Masse? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich habe schon völlig vergessen. Das könnten wir auf jeden Fall dann noch fertig machen. Jetzt möchten wir jetzt erstmal was essen. Okay, lass ich dich mal was essen. Ich hoffe, Oswald erholt sich wieder. Auch wenn ich nicht eingreifen soll. Aber ich sehe es jetzt nicht ein, dass er hier mir wegstirbt, weil er festgebackt ist, ne? Das, ja gut, wahrscheinlich war das auch das Problem bei Edward dann. Ja, holst du dir jetzt was, du Holzbirne? Och, was stimmt hier mit euch nicht? Okay, da kommt sie anscheinend nicht hin, weil alle davor stehen, oder was ist dein Problem? Was gibt's denn bei Brunch? Ein Eier mit Toast? Komm mal her. Was ist? Warum kannst du jetzt nicht was essen? Seid ihr jetzt irgendwie alle doof? So, warte mal. Nee. Das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Brunchen, Eier und Toast. Kannst du es jetzt? Oswald, geh mal zur Seite. Okay, ja, wahrscheinlich war Edward auch verbackt. Das ist dann natürlich auch ein bisschen... Okay, gute Nacht. Da hätte ich das natürlich auch versuchen können mit dem Debuggen, aber das, da habe ich auch gar nicht dran gedacht, ne? So, Level 3 der Kochfähigkeit. Ja, sehr schön. Das muss aber dann ein bisschen besser eigentlich funktionieren. Ja, Muska. Alles wird gut. Kannst du das mal lassen? Boah, die machen es einem echt schwer. Sollen einfach nur was essen und dann bekommen sie jedes Mal... Spiele 5 Stunden die Sims 4. Natürlich. Und dann bekommen sie jedes Mal hier ihre wahnsinnigen Anfälle. Und kriegen ihre Bedürfnisse gar nicht in den Griff. So, da hinten ist schon wieder am Putzen. Und ja, Harley geht jetzt endlich... Nein! Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Könnt ihr das mal lassen? Oh, Lala, das war jetzt völlig daneben. Lösch das. Oh, Leute. Wer löscht denn da jetzt? Oh, der Pinguin löscht. Der Pinguin löscht. Boah, ihr seid so scheiße. Alter, Lala, komm hier rein. Du hast draußen nichts verloren. Du brauchst dich nicht mehr in Sicherheit bringen. Ja, wir hatten so schön viel Geld übrigens, ne? Tja. Das muss dann wohl mal ersetzt werden. Die Tresen lasse ich jetzt erstmal so. Also so nach und nach, ihr Lieben, seht ihr schon, die legen hier die Bude in Schutt und Asche. Gegessen hast du jetzt auch nichts, ne? Oh, Leute, kannst du wenigstens einen Joghurt essen, ohne hier alles kaputt zu machen? Sie kommt da irgendwie nicht hin. Warum nicht? Warum kommt sie denn an den scheiß Kühlschrank jetzt nicht mehr hin? Die anderen kommen doch dran. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Hallo? Boah, jetzt kann ich das gar nicht auswählen. Aber sie war doch gerade am Kühlschrank. Warum kommt Lala denn jetzt nicht dahin? Was haben wir denn jetzt eigentlich Dienstag? Ja, muss sie doch auch arbeiten. Na, das wird ja ein Spaß.
Okay, ich glaube, das wird nichts mit einer weiteren Beförderung hier. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Kann sich ja noch nicht mal mehr selbstständig Erbsen nehmen hier. Doch, jetzt endlich wieder. Weißt du, Pamela, wenn du das jetzt auch noch hier kaputt machst, dann könnt ihr mich echt. Verdammte Drecksbande. So, isst du das jetzt bitte auf? Warum machen die Sims das? Warum starren die stundenlang in der Gegend rum? Die braucht ja 5 Stunden, um ihre scheiß Erbsen zu essen. Das ist auch von Anfang an so gewesen, ne? Es wurde nicht mal irgendwie gefixt, gepatcht oder irgendwie verbessert, ne? Dass die hier nicht fertig werden mit ihrem Scheiß. Naja, vielleicht können wir dann Witze noch zu Ende schreiben. Dann hätten wir die Tagesaufgabe noch geschafft, bevor du zur Arbeit musst. Ja, Spaß hätte ich hier auch nicht. Was haben wir denn hier liegen? Eier und Toast von Pamela Eisley. Könnte man eigentlich auch noch essen. Nee, jetzt versuche ich wenigstens die Witze da fertig zu schreiben. Und alles stöhnt und ächzt. Wenn es ja nicht so traurig wäre, ihr Lieben, ne? Dann wäre es eigentlich ganz lustig hier soweit. Ist mir egal. Räum's doch weg. Oder sag's irgendwem anders. Ja, das würde ich jetzt gerne noch fertig machen. Und da bist du schon wieder müde, ne? Boah, Shitkram, ey. Kann ich denn noch mal Schlafersatz inzwischen besorgen? Nö, auch das kann ich nicht. Gibt's denn hier eigentlich auch einen Verspieltrank? Flirten, Glück, Inspiration, Konzentration, Selbstsicherheit, Schlafersatz, okay. Und dann kommen die großen Sachen. Ja, Pech gehabt, Kind. So, das hast du fertig. Es lohnt sich jetzt nicht, dass du dich eigentlich noch mal hinlegst, ne? Aber kannst du vielleicht noch mal ein kleines Nickerchen machen? Bevor du an die Arbeit musst. Oh Gott, das wird eine riesenlange Folge, aber ist egal. Ich lasse sie jetzt noch kurz Nickerchen machen. Schick sie dann an die Arbeit und dann werde ich die Folge beenden. Ja, ich weiß. Ich weiß, sie muss dann bei der Arbeit sein. Stapelt sich das Geschirr? Es stapelt sich das Geschirr. Okay, ihr Lieben, also okay. Also ich habe jetzt mal ausnahmsweise ein Einsehen. Ich werde jetzt euch ein bisschen hier helfen, aber auch nur, weil alle Waschbecken kaputt sind. Sollten wir noch mal an mehr Geld kommen, werden wir uns hier einen anderen Mülleimer holen. Dann werden wir uns den Mülleimer holen, der Geld bringt. Nur, dass wir mal drüber gesprochen haben. Es ist mir egal, ob das regelkonform ist oder nicht. Aber das werden wir dann tun, obwohl ich noch nicht sehe, dass wir hier. Ich möchte um Edward trauern. Obwohl ich noch nicht sehe, dass wir hier irgendwann noch mal so viel Kohle kriegen. Ich glaube, der kostet um die 2000 oder so. So, du gehst zur Arbeit. Wenigstens haben wir unsere Aufgaben abgeschlossen. Das ist ja schon mal viel wert. Das wird hier immer schlimmer. Immer schlimmer wird das. Ich will noch mal ganz kurz nach Oswald gucken, was der macht. Wie es dem geht. Dem geht's ganz, ganz, ganz schlecht. Ich habe die Befürchtung, Oswald wird der Nächste sein irgendwann. Der kriegt es gar nicht geregelt hier. So richtig. Aber ich meine, er läuft ja wieder. Duschen könnte er auch. Na gut, ich meine, die ist dreckig, aber ja, duschen könnte er auch. Aber er liest halt lieber ein Buch, ne? Also ich meine, gut, dann darf er sich nicht wundern, wenn er dann irgendwann stirbt, ihr Lieben. Aber nun gut, einmal Pause drücken, Folge beenden und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei hier in dem Chaosverein. Bin gespannt, wie wir das alles hier noch so hinkriegen, ob wir das hinkriegen. Und ich bin gespannt, ob ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, eure Trin.